geköpft. Die Puppe von Verbraucherschutzministerin Aigner. Und vor ihrem eigenen Ministerium Chaos. Kinder, Gummibälle, Tonmatten, alles Sachen, in denen Weichmacher stecken. Also Chemikalien, die giftig sein können. So ganz genau weiß man das nicht. Eigentlich ziemlich verantwortungslos von den BUND-Umweltschützern, Kinder zum Protest damit spielen zu lassen. Aber sie sagen, ob die Kleinen jetzt im Kindergarten damit spielen oder hier auf der Straße, im Prinzip egal. Einen Brief dürfen die BUND-Leute ans Ministerium übergeben. Darin fordern sie, weg mit Weichmachern im Spielzeug. Immerhin, mal drauf gucken will das Ministerium, aber Weichmacher jetzt sofort verbieten? Das geht nicht, sagt sie hier.